Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute dreht sich wieder alles um Frisuren. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mich kennt, wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ich trage super gerne so Bandanas, so Haarbänder, Tücher um den Kopf geknotet irgendwie. Und ich werde ganz, ganz oft von euch gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich das mache und was es da so für Frisuren gibt. Deswegen zeige ich euch heute 5 richtig coole Styles meiner Meinung nach. Das sind natürlich längst nicht alle. Ihr könnt euch das in jeder erdenklichen Art um den Kopf knoten. Ich wollte euch aber so ein paar Inspirationen geben und Tipps und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich mache alle Frisuren heute mit meinen Naturwellen. Also ich habe die einfach lufttrocknen lassen. Ihr könnt das dann natürlich auch alles mit Locken oder einfach mit glatten Haaren machen. Das sind die Haarbänder, die ich heute verwenden werde, beziehungsweise die Bandanas. Also einmal habe ich hier so ein Polyester-Ding, was wirklich sehr glitschig ist. Ich würde euch nicht empfehlen, mit diesem anzufangen, wenn ihr noch nie euch so Tücher um den Kopf geknotet habt. Dann benutze ich auch eins aus Baumwolle. Das ist sehr viel griffiger und flutscht nicht so weg auf den Haaren. Und dann habe ich noch so ein Tuch, was eigentlich ein Halstuch ist, sprich sowas Längliches. So Bandanas knotet man meist aus quadratischen Tüchern. Dieses große hier ist ungefähr 80 x 80 cm groß. Und dann faltet ihr daraus einfach so ein dünnes Band sozusagen. Und das ist die Grundlage für die Frisuren. Für Frisur Nummer 1 braucht ihr jetzt erstmal ein Haargummi und bindet euch einen tiefen Zopf bzw. einfach einen Pferdeschwanz. Mit meinen Haaren, mit meiner Haarlänge sieht es einfach besser aus, wenn der Zopf tiefer sitzt. Und dann lege ich mir da dieses Tuch drum. Ich sage jetzt einfach mal weiterhin Tuch und nicht immer Bandana, weil irgendwie ist es ja auch einfach ein Tuch. Und knote mir das um den Zopf drum. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ganz hardcore unterwegs seid, den Zopf einfach nur mit diesem Tuch binden. Ich finde, das funktioniert aber viel einfacher, wenn man da vorher noch ein Haargummi verwendet. Und dann schiebe ich den Knoten einfach nach unten und dann ist er unterm Zopf versteckt. Das ist eine von diesen Frisuren, die ich vor allem in letzter Zeit sehr viel auf Instagram und auf Pinterest gesehen habe. Ich finde, das passt aber eigentlich auch ganz gut jetzt in den Sommer. Also ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr das mal ausprobiert. Frisur Nummer 2 ist dafür ein bisschen, ja, ich will nicht sagen extravaganter, aber irgendwie schon ein bisschen extravaganter. Ich mache das jetzt hier mit dem Glipsche-Tuch. Ich kann euch aber empfehlen, das eher mit einem Baumwolltuch zu machen. Ich finde, das sieht aber auch ganz schön aus, wenn man da so ein gemustertes hat. Also da müsst ihr einfach für euch selber entscheiden. Das Tuch wird auf den Kopf gelegt und dann vorne festgeknotet. Und diese Dreieckspitze klappe ich dann nach oben und knote die mit fest. Und wie gesagt, das würde eben besser funktionieren oder nicht so fummelig sein, wenn das Tuch nicht die ganze Zeit so wegglipschen würde. Jetzt kann man alles verstecken, also das macht ihr immer erst am Schluss. Verzweifelt nicht, wenn zwischendrin überall alles rausfällt. Das kann man meist alles am Ende irgendwo drunter schieben. Die Dreieckspitze könnt ihr jetzt so auseinanderziehen und dann habt ihr da wie so ein Schleifchen da vorne. Wenn euch das zu viel Gedöns ist. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn da noch so ein bisschen was ist vorne, aber wenn euch das zu viel ist, dann könnt ihr das natürlich auch einfach wegstecken. Kommen wir zu Frisur Nummer 3. Hierfür braucht ihr auch wieder ein Haargummi und ich binde mir so einen Half-Updo-Zopf. Wie nennt man das eigentlich? Oben einen Zopf. Naja, also so einen halben. Ihr wisst, was ich meine. Diesmal benutze ich ein anderes Bandana, ganz einfach, weil das ein bisschen kleiner ist. Also ich glaube, dieses Tuch ist vielleicht 40 x 40 cm groß und dadurch ist dann eben auch dieser gefaltete Schlauch etwas kürzer. Und jetzt knote ich das Tuch einfach an meinem Zopf fest und wickel den Zopf bzw. das Tuch um den Zopf oder den Zopf um das Tuch, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Bei mir ist natürlich das Tuch viel zu lang für meine Haare, das macht aber gar nichts, aber es sieht natürlich noch cooler aus, wenn die Haare etwas länger sind. Und jetzt wickel ich dieses ganze Konstrukt einfach um den Zopf sozusagen rum und wenn da so Härchen rausstehen, dann macht das gar nichts, haltet das einfach fest und dann könnt ihr das anschließend auch noch mit Bobbypins oder sowas befestigen. Jetzt könnt ihr hinten einfach das Bandana fest stecken bzw. um sich selber drum wickeln. Also ich habe hier jetzt in diesem Fall keine Bobbypins verwendet. Wie gesagt, wenn euch das alles zu locker ist, dann könnt ihr das natürlich noch anderweitig fixieren. Und dann ist diese Dutt-Variation fertig. Ich finde, das ist echt mal eine coole Abwechslung. Vielleicht würde ich ihn etwas niedriger ansetzen. Sieht sicher auch cool aus mit allen Haaren oder ihr macht das mit zwei Zöpfen links und rechts. Mit der vierten Frisur möchte ich euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr ein Bandana tragen könnt mit offenen Haaren. Dazu teile ich mir jetzt erstmal vorne ein paar Partien ab. Also links und rechts, das sind so die kürzeren Haare, also einfach meist alles, was vor den Ohren da rumbaumelt. Und dann teile ich mir auch noch hinten eine Partie ab. Also ich schnapp mir einfach ein paar Haare und drehe die erstmal ein und befestige die oben, sodass unten da noch ein paar Haare runterhängen. Ihr seht es ja, was ich mache.
dann nehme ich wieder meinen Bandana und lege das genau da eigentlich hin, wo die Haare unterteilt sind und knote das vorne. Die Enden verstecke ich jetzt erstmal unter dem Tuch. Ich zeige euch nachher auch noch eine andere Variante, was man mit den Enden da anstellen kann. So, und jetzt müsst ihr nur noch die Klammer aufmachen und alles schön hinwuscheln. Und dann ist sozusagen dieses Band in den Haaren integriert. Also es sitzt nicht nur so unten drunter, sondern es ist irgendwie mittendrin. Mein Tuch war jetzt zum Beispiel nicht lang genug, um hier vorne eine Schleife zu machen. Was ihr da aber machen könnt, ist einfach eine halbe Schleife. Also ihr setzt an, um eine Schleife zu machen und zieht aber diese zweite Schlaufe einfach komplett durch. Also habt ihr dann am Ende nur eine Schlaufe und könnt die Enden auch noch unter dem Tuch verstecken, das alles ein bisschen zurechtzupfen und das ist halt einfach nochmal was anderes. Ich finde, eine Schleife ist halt oft so arg mädchenmäßig und eine halbe Schleife ist eben nicht ganz so verspielt. Versteht man, was ich meine? Und bei Frisur Nummer 5 macht ihr einfach eure Lieblingsfrisur. Mit meiner Haarlänge ist das ein tiefer Zopf. Ihr könnt aber auch einen Dutt machen, das habe ich früher sehr oft getragen. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie ich so ein Bandana in der Regel um meinen Kopf knote. Also eigentlich lege ich mir das einfach so in den Nacken und führe dann die Enden oben im Scheitel. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, da führe ich es zusammen und knote das dann. Ihr seht hier, also das ist der Unterschied zu einem Baumwolltuch zum Beispiel. Da flutscht nichts rum und das geht auch nicht direkt wieder auf, sondern man kann in Ruhe alles hindrapieren, so und fertig. Also mit diesen kurzen Tüchern ist das auch so, dann hat man automatisch mit den Enden schon eine Schleife irgendwie. Und wenn ich jetzt aber mal nicht Lust auf so ein klassisches Bandana habe, sondern eben mein Halstuch verwenden möchte, was sehr lang ist, dann fange ich genau gleich an. Ich lege mir das auch wieder hinten an den Kopf, führe das oben zusammen, überkreuze es einmal, überkreuze es ein zweites Mal und führe dann die Enden wieder zurück. Und dabei versuche ich alles noch ein bisschen ordentlich hinzudrapieren. Das kann man aber alles natürlich auch im Nachhinein machen. Jetzt werden die Enden nur noch zusammengeknotet. Und das ist meiner Meinung nach einfach die beste Möglichkeit, um längere Tücher um den Kopf zu knoten. Je nachdem, wie lang das ist, kann man das auch ein paar Mal hin und her machen. Könnte man einmal vorne überkreuzen, einmal hinten, wieder zweimal vorne und dann hinten knoten. Also ich weiß ja nicht, wie viel Meter ihr euch um den Kopf wickeln wollt, aber hey! Es ist alles möglich. Was übrigens bei so Tüchern auch ganz praktisch ist, wenn irgendwo was raussteht, dann kann man es einfach drunter stopfen. Und fertig ist auch die letzte Frisur bzw. der letzte Tipp, den ich für euch hatte. Wenn ihr einen der Styles ausprobiert, dann schickt mir sehr, sehr gerne ein Foto von euch. Oder wenn ihr das posten wollt, dann taggt mich gerne da drauf, dann kann ich mir das anschauen. Ich finde es immer sehr cool, wenn ihr meine Sachen rekreiert sozusagen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das zeigt mir einfach, dass ihr Frisurenvideos cool findet und dann kann ich mir weitere Sachen überlegen, die ich euch zeigen könnte. Ich verlinke euch hier mal noch eine Playlist mit weiteren Frisuren. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Hier seht ihr mein Kanalbild. Da könnt ihr draufklicken und dann abonniert ihr meinen Channel. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!